Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Wir haben jetzt klicke Pandas zu wählen, um sie in ihr neues Gehege. Aber also letztes Mal haben wir die Pandas in das Handelszentrum getan und wollten es jetzt da rein tun. Und jetzt geht's. Ich weiß nicht warum. Oh, okay. Ich habe echt nichts anderes gemacht, aber jetzt geht's. Und die Tierproduktion, sag ich mal, geht weiter. So, das sind, glaube ich, jetzt alle. Das waren insgesamt 3. Handelszentrum. Ich weiß nicht mehr, welche ich... Oh, wie schön. Ah, ja. Hier werden Sie sich bestimmt wohlfühlen. Hoffentlich gibt es auch bald ein paar neue Junge zu bewundern. Ja, die sind so Bis süß. Sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Nein. Herrje, wenn man einen Zoo leitet, hat man wirklich keine ruhige Minute, was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Okay, ich denke, ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche funktionieren. Ja, ich weiß, das klingt nicht so wahnsinnig interessant, aber Arbeitsbereiche sind sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben im Zoo konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Also, legen wir einen neuen Arbeitsbereich fest und weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert. Rufe dazu den Zoobereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. Personal und Arbeitsbereiche. Klicke jetzt auf Neuer Arbeitsbereich. Wo? Da. Wähle jetzt den markierten Gehegeeingang, den Mitarbeiterraum und die Tierpflegerhütte, um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Wenn du fertig bist, verlass den Editor. Okay, das ist Arbeitsbereich 10. Wow. Voll da... Krasse Arbeitsbereich. Ja, mit A. So dämlich. Yo. Super. Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein und weisen ihm den Arbeitsbereich zu. Wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen Ereignissen im Zoo abgelenkt wird. Okay. Mitarbeiter. Hier. Warte, Arbeitsbereich. Und wie mache ich das? Hat sie das gerade gesagt? Mitarbeiter. Kein Arbeitsbereich. Wo ist der krasse Arbeitsbereich da? Zoopfleger, Tierpfleger. Kein Arbeitsbereich. Voll der krasse. Die haben alle. Nee, das ist blöd. Nein! Nein, ich will den nicht entlassen. Arbeiten. Jetzt mal halblang. Ich will den nicht entlassen. Hä?
Wie mache ich das rückgängig? Nein. Wieso? Was ist denn? Nein. Ich wollte das nur, Mitarbeiter ändern. Du kannst Mitarbeiter wieder einstellen, solange sie den Zoo noch nicht verlassen haben. Hat er den jetzt schon verlassen? Ja, anscheinend, oder? Aber wie kann ich den wieder einstellen? Ganz unten kannst du ihn über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Ja, gleich. Ich muss den gerade davon abhalten zu gehen. Warte mal. Ah, vielleicht. So. Ich will den nicht entlassen. Wurde gefeuert. Nein. Ich will ihn wieder anstellen. Ah, oh Gott. Okay, wie mache ich das? Vor allen Dingen, es steht ja, du kannst Mitarbeiter wieder einstellen, solange sie den Zoo noch nicht verlassen haben. Und er hat den noch nicht verlassen. Ich bin überfordert. Mitarbeiter wurde gefeuert. Ich will aber... Nein, nicht verlassen. Wie kann ich das... Wie kann ich den wieder einstellen? Verdammt! Dammit! Ja. Mitarbeiter. Mitarbeiter einstellen. Du kannst auch erneuern, wenn du gewünschte Mitarbeiter, bla bla bla. Achso, da geht's weiter. Hier, Pfleger. Tierarzt. Zum Pfleger. Also ja, nee, das. Ja, okay, dann ist er halt gefeuert, meine Güte. Was hat sie jetzt vorhin gesagt, die Dame? Warte. Ganz unten kannst du ihn über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Ganz unten. Aber da ist doch jetzt schon einer. Ach so, sie will, dass ich einen neuen einstelle. Ach jo. Na gut. Dann, aber welchen? Ganz unten kannst du ihn über ein Dropdown-Menü dem Arbeitsbereich zuweisen. Ja, aber Tierpfleger wahrscheinlich, oder? Klicke jetzt den neuen Tierpfleger an, rufe sein Infofenster auf und wechsle zum Reiter Anstellung. Ah, ja, okay. Gut. Und jetzt? Kein Arbeitsbereich. Voll der Kratze. Jo. Das wäre geschafft. Ab sofort wird sich der Tierpfleger ganz auf die neuen Pandas konzentrieren. Übrigens können alle Typen von Mitarbeitern Arbeitsbereiche zugewiesen werden. Achte nur darauf, dass sie Zugang zu den erforderlichen Gebäuden haben.
Am leichtesten kannst du sie in der Zooverwaltung über den Abschnitt Arbeitsbereich unter Personal zuweisen. Dann musst du die Mitarbeiter nicht einzeln im Zoo suchen. Oh, ich glaube, die Erforschung unserer neuen Marke ist abgeschlossen. Du solltest deine Belohnung abholen. Klicke dazu auf die Benachrichtigung oder besuche die Werkstatt. Technik? Jetzt, da unser toller neuer Just-a-Momento-Laden fertig gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. Gut. Wo ist der Ausgang? Da hinten? Ah, da ist er. Nee, da ist eine Mauer. Ja. Okay, Souvenirladen. Einrichtungen. Gäste. Merchandise. Just a moment. Ich bin ein bisschen überfordert. Ich will den da reinbauen. Weil der ist zu groß, ne? Die sind alle zu groß. Vielleicht so. Ah, jetzt ab. Gut. Ich kann. Ah, jetzt ab. Ben. Okay. Oder ich habe den falschen hingebaut. Ja. Jetzt, da unser toller neuer Just-a-Momento-Laden fertig gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Dann verpassen ihn die Gäste nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. Ja, na gut. Dann war es eben der falsche. Oh, das sieht toll aus. Okay, ich bin dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Alles klar. Gut. Pandas sind wirklich putzig. Aber es sind eben auch wilde Bären. Das vergessen die Leute leider immer wieder. Der neue Name für den Souvenirladen? Just a Momento. Wirklich sehr einfallsreich. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber das war wohl doch etwas zu direkt. Ja. Gott, ist das süß. Und da bin ich wieder. Ich hätte gerne mehr Arten im Zoo. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch noch jede Menge Platz und machen das Gehege interessant. Wirf aber vorher einen Blick in die Zoopedia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Lustig. So. Gut, also Artenvielfalt. Das können wir doch machen. Also. Zuchtbaum, Sozialverhalten. Erwachsenenpopulation.
Ah, das ist ja schon zusammen. Hier. Japan Makak. Ist der kaputt? So ein Krankheitsrisiko da. Okay. Techniker rufen. So. Apropos Techniker. Ich glaube, ich hole mir nochmal einen Techniker. Ich habe nämlich einen Techniker. Ja. Rausgeschmissen. Aber ich konnte den nicht mehr. Ich konnte den nicht mehr einstellen. So. Gut. So, Pedia. Wo steht das denn? Soziale Bedürfnisse? Küken, doch andere helfen oft dabei, Küken zu beschützen. Also quasi andere Vögel noch. Sie sind stark gefährdet. Gemeinschaft. Ah, hier. Okay. Alles klar. Dann schaue ich mal. Nicht weglaufen. Vielleicht muss ich zuerst das da wegnehmen. So, Zipedia. Oh je, je. Krass. Afrikanischer Strauß, Springbock, Kaffnerbüffel, Warzenschwein, Weißschwanzguru, Steppenzebra. Aber das, das ist ein bisschen klein, oder? Bepflanzung ist zu viel für die. Warte, sozial. Mindestens einen. Okay. Von 400 Quadratmeter. Wieso braucht der so wenig? Dunk. So, okay, dann holen wir mal da noch ein bisschen Afrikanisches rein, oder? So, warte, was ist da, ne? Sauberkeit ist immer noch nicht. Spieler auf Besuch, ja. Aber warum? Sauberkeit des Geheges stellt ein... Den mache ich jetzt voll. Japan Makak. Anscheinend habe ich das in dem. Wie viele Krankheiten gibt es denn? Ja, komm, mache ich mal. Keine Ahnung. Keine Krankheit. Sauberkeit ist. Ach so, warte, das ist gar nicht. Das ist gar nicht wegen dem Wasser. Sauberkeit. Das Gehege braucht mehr Sauberkeit. Hier ist alles in Ordnung.
untätige verbrachte Zeit hier. Wieso ist das schmutzig? Ich werde die ganze Zeit zu dem hingeführt. Wartung. Jedes Jahr. Also er sieht doch gut aus. Ist alles grün. Ah. Lebensqualität. Beschäftigung. Ja, dann haben wir da mal ein bisschen mehr Beschäftigung rein. Aber vor allen Dingen sagen wir mal, warte. Verschwanden so. Mitarbeiter. Freizeitclub. Tierpflege. Was für ein Gehege ist das denn? Ah, jetzt kommt er. Ah. Die kommt da nicht runter. Ach, krass. Jetzt nochmal Gehege. Kletter. Hatte. Jetzt ist die Sauberkeit doch wieder gut. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir das nächste Mal, wie wir mehr Tiere hier reinbringen. Und ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Sie so war kein Zinner.